Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2. Wir wollen heute weitere Level zocken und heute Level aus der Community. Und ich freue mich sehr doll drauf. Der liebe Finn aus der Community, der hat einige Level gebaut und die wollen wir uns heute anschauen. Die Mitteilungen, die gucke ich mir später an. Ja, und ich würde mal sagen, ich suche mal das erste Level direkt mal raus. Dann sehen wir uns gleich beim Profil von Finn wieder. So, da haben wir schon mal ein Level. Wurde jetzt bisher nur zweimal gezockt. Krass. Da könnte ich zum Beispiel auch versuchen, direkt einen Weltrekord aufzustellen. Piranha Plant Cave. A short level, leveling the first level 3 Starcoins. Also erstmal ein erstes Level. 3 Starcoins gibt es anscheinend mit Piranha-Pflanzen und so weiter und so fort. Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Zocken wir natürlich sofort. Und Finn hat mich auch darum gebeten, die Level generell mal zu bewerten. Ich denke, ich gebe hier einfach normale Schulnoten. Gucken wir mal, was draus wird. Okay, der Anfang gefällt mir schon mal hier vom Designmäßchen, dass hier so ein paar Blöcke sind. Das gefällt mir schon mal. Hier eine Piranha-Pflanze, führt die irgendwo rein? Nein. Vielleicht geht es jetzt in den Untergrund oder so. Stimmt, wurde ja auch auf dem Thumbnail gezeigt. Wow, mit dem Totenkopf natürlich ganz cool. Gefällt mir. Okay, was kommt jetzt? Hier kommt... Wow, die kommen ja einen entgegen. Das heißt, die fallen nicht runter. Ein kleiner Überraschungsmoment. Da ist eine Starcoin. Ich glaube, den müssen wir mit einem Spin holen. Ja, den müssen wir mit einem Spin holen. Dann, let's go. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Okay. Eine große Piranha-Pflanze und dann noch eine, die Feuer spuckt. Spuckt die Feuer? Ja. Okay, gut. Dich lasse ich mal kurz hier passieren. Genauso wie die nächste auch. Ich komme euch mal hinterher. So, zack. Ich hoffe, ich bin genauso schnell. Ja, ich bin genauso schnell. Sehr, sehr schön. Kommt die wieder zurück? Nein. Da kann man so ein bisschen tricksen. Dass die keine Gefahr darstellen. So, tschüss mit euch. Feuerblume. Sehr, sehr schön. Wow, da kommt ja was raus. Ich gucke hier in die ganzen Röhren rein, ob da tatsächlich ist da was versteckt. Aha. Und zwar hier. Okay, ich muss mit einem Spin-Jump arbeiten, denke ich mal. Also, oh. Dann machen wir es halt so. Die zweite Starcoin haben wir. 2 von 3 haben wir schon gefunden. Sehr, sehr schön. Und da dachtest du. Also Finn hat sich hier auf jeden Fall, wow, mit dem Design Mühe gegeben. Okay, jetzt wurde ich getroffen. Was mir doch schon mal sehr gefällt. Und hier haben wir die letzte Starcoin. Wie komme ich an die ran? Gibt es hier noch einen anderen unsichtbaren Block? Okay, ich weiß nicht, Finn, ich weiß nicht, wie ich an die rankommen soll. Nee, so wird das nichts. Ich habe auch Angst, dass ich da jetzt sterbe. Wäre dieser Block nicht da, ich glaube, dann könnte ich das mit einem Wandsprung probieren. Dann könnte ich das mit einem Wandsprung schaffen, aber so leider nicht. Ich weiß nicht, wie ich sonst an den Starcoin rankomme. Ich glaube, vielleicht bräuchte ich die Plattform noch. Keine Ahnung. Warte, ich kann ja mal kurz gucken, wenn ich hier wieder reingehe, ob ich dann da jetzt was... Vielleicht mit den Piranha-Pflanzen draufspinnen, wenn sie hier ankommen? Na, weiß ich nicht. Ich glaube, ich komme nicht hoch genug. Würde ich schätzen. Na gut, dann ist das Level so gut wie vorbei. Hier ist weiter nichts. Ja, war ein sehr, sehr schönes Level. Ich würde dem Level eine 2 geben. Aus dem vollen Grund, vielleicht so ein paar Ideen noch ein bisschen weiter ausbauen. Halt zum Beispiel diese Plattformpassage. Dass die noch ein bisschen größer wird. Das wäre irgendwie ganz cool. Ich mache jetzt einen Neustart, weil ich will hier unbedingt einen Weltrekord aufstellen. Das ist jetzt mein Ziel. Also zack hier rein und so schnell wie möglich das Level abschließen. Das ist jetzt mein Ziel. Eine kleine Challenge für mich. Okay, gut, vielleicht sollte ich das nicht so angehen. Vielleicht nicht so, aber okay. Machen wir nochmal neu. Auf Pilz verzichte ich, wie gesagt. Ich versuche jetzt hier einen Weltrekord aufzustellen. Ja, wie gesagt, so ein paar Ideen noch ein bisschen ausbauen. Des Weiteren wäre es vielleicht nicht verkehrt, so manche Blöcke noch einen Block höher zu setzen. Manche sind dann doch, ja, da ist jetzt so 2 Blöcke Platz, sage ich mal. Was nicht verkehrt ist, aber so 3 Blöcke Platz wäre vielleicht nochmal ein bisschen besser, sage ich mal. Ich habe nicht an die gedacht. Aber ich kann doch von hier aus jetzt meinen Weltrekord fortsetzen. Vielleicht reicht das aus. Nein, diese blöde Piranha-Pflanze da oben. Mensch, ich will doch nur einen Weltrekord aufstellen. So, zack. Ich habe null halt an die gedacht. Nein. Boah, das ist jetzt so fies.
Ich glaube, es wird nichts mit dem Weltrekord. Ich müsste nochmal von vorne. Ich würde mal sagen, ich übe mal von Anfang an mal ein bisschen mal. Obwohl, vielleicht. Ich guck mal kurz, was das jetzt für eine Zeit ergibt. Sonst übe ich da jetzt nochmal kurz und schneide euch mal einen Weltrekordversuch dann mal rein. Ich hätte darauf jetzt mal Bock hier. Weil es hat bisher nur ein einziger vorher probiert. Hier dieses Level. Das heißt, ich habe gute Chancen auf den Weltrekord. Oh, ist schon einer. Na, umso besser. Gut, dann können wir direkt mit dem nächsten Level fortfahren. Kann ich ja gleich mal hier bei Finn mal nachgucken. Okay, warte. Wie komme ich jetzt zu Finns Profil? Herz vergeben. Ich habe doch gerade Finns Level ein Herz vergeben. Dann kann ich hier... Nein. Hier zu Finn hier direkt drauf gehen. So, hochgeladene Level. Und dann gucken wir mal, was hat er noch? Er hat aktuell 3 Level. Er hat mir nur, glaube ich, dieses eine Level eingesendet. Nee, er hat mir alle 3 eingesendet. Dann machen wir direkt dieses hier. Monty's Little Forest. Okay, der kleine Wald von Monty. The checkpoint is there, so don't get frustrated. 3 Star Coins. Es hat einer versucht, der hat es gleich im ersten Versuch geschafft. Gleich auf Weltrekord versucht. Und einen Checkpoint gibt es da und man soll nicht frustrated sein. Also nicht frustriert und wieder 3 Star Coins. Alles klar, dann let's go. Mal gucken, wie mir dieses Level so gefällt. Auf jeden Fall, okay, schon mal Super Mario World Stil. Was war denn das eben für ein Stil? War es auch Super Mario World? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall Monty Maulwürfe. Das ist doch schon mal nein. Da oben, ich glaube, es ist nur Deko da oben. Kann das sein? Vielleicht, oder vielleicht unsichtbar irgendwas? Nein. Ich glaube, es ist da oben nur Deko. Gucken wir mal. Okay, eine sich bewegende Plattform. Ach, das ist doch nicht wahr von mir. Ah, man muss jetzt darüber. Okay, man könnte natürlich auch im Wasser schwimmen, ist ja klar. Ich wollte gerade sagen, kann ich da überhaupt in diese Röhre rein? Ja, kann ich. Ich will noch auf der rechten Seite kurz gucken. Weil da ist natürlich eine Münze. Das heißt, hier muss es irgendwie was geben. Ein One-Up. Für die, die im Endlos-Mode zocken, ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Aber ich habe bisher noch keine Starcoin. Vielleicht kommt die aber auch erst im Untergrund. Das kann natürlich sein. Oder halt, was hier jetzt kein Untergrund ist. Du bist ganz schnell. Laufen wir mal. Hier zum Beispiel hätte ich... ist das ein bisschen zu eben. Hier ist jetzt ein kleiner Berg, was sehr, sehr schön ist. Nein, du kommst hier rein. Oh, nee. Das ist was sehr Schönes, aber diese Ebene eben, die hätte ich, so gesehen, nochmal ein bisschen mit Bergen bestückt. Also nochmal ein bisschen uneben gemacht, sag ich mal. Ich versuche ja auch hier Tipps zu geben, weil Finn hat ja extra nach einer Meinung zu sehen gefragt. Also versuche ich auch hier Tipps zu geben. Soll nicht klugscheißerisch sein? Das will ich dazu sagen. Einfach nur ein paar kleine Tipps so. Die hintere Passage hier hat mir dann wiederum sehr gefallen. Dann sind wir jetzt wieder im anderen Bereich. Hier gibt es einen Checkpoint. Man kann ja auch die Feuerblume hier irgendwie immer reinmachen. Aber ich glaube, Finn hat das so gemacht, damit man die Feuerblume immer bekommt. Okay, hier geht's nach oben. Aha, hier gibt es Starcoin Nummer 2. Mit dem Fall auch dann nach unten eingedingst. Und auch hier zum Beispiel, hier ist alles gerade. Vielleicht auch hier mal ein Block höher. Mal kleinen Hügel oder kleine Absenkung, irgendwie sowas. Kann vielleicht gar nicht mal so verkehrt sein. Okay. Oh, mit einem Monty Maulwurf. Das finde ich jetzt so frech. So, tschüss. Hier gibt es Feuerblumen. Aber da kann ich eh nicht runter. Okay. Und hier gibt es die letzte Starcoin, wenn man die Feuerblume behält, dann kann man hier die letzte Starcoin nehmen. Ja, nice. Und dann gibt es wahrscheinlich hier das Ziel. Ich finde cool, dass er jetzt hier 2 Ziele hier eingebaut hat. Dass man jetzt hier, wenn man Feuerblume hat, einerseits das One-Up kriegt. Oder nee, die Starcoin, vielleicht auch One-Up, weiß ich jetzt nicht. Und noch die Fahnenstange bekommen kann. Das ist cool, das ist sehr, sehr cool. Bewertungsmäßig bin ich bei... Mir hat das andere Level ein bisschen mehr gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Daher, ich bin beinahe 3 plus, sage ich mal. Beinahe 3 plus bin ich. Bis 2 minus. Oh, 3 plus oder 2 minus. Das Ende war noch sehr, sehr cool. Ich bin beinahe 2 minus, aber hat noch richtig gut Potenzial, gerade wenn man, wenn hier die geraden Passagen dann ein bisschen ebener sind. Nicht ebener, sondern ein bisschen hügeliger. So, Koopas Swanland. Ist a really short level. Schwierigkeit 2 von 5 Sterne. Okay, es hat einer probiert und direkt auch geschafft. Ja, gut, ich werde bestimmt wieder failen, so wie man mich kennt. Aber gut.
Swanland, mir sagt das jetzt gar nichts. Ist das ein eigener Name? Ist das ein Eigenname? Oder kenne ich das englische Wort einfach nicht? Das kann natürlich sein. Hier ist direkt eine Ranke nach oben. Okay. Das finde ich nice. Das finde ich nice. Und hier ein Pilz. Nicht hier ganz unten ein Pilz, sondern hier erstmal mit einer Ranke verbunden. Coole Idee. Coole Idee. Sonst hier auch wieder das Problem. Alles sehr, sehr eben und sehr, sehr gerade. Alles. Hügel sind da. Wären schon ganz cool. Wären schon ganz cool. So. Dann hier rüber. Okay, okay, okay. Gibt es hier nochmal einen Pilz. Hoffenweise Koopas. Wieder eine kleine Idee vom anderen Level auch noch mit übernommen. Hier gibt es dann einen Checkpoint. Wow, 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 wow. Das war knapp. Und auch hier ist nur eine Gerade mit Koopas. Und ja, dann wieder hier das hier. Ich glaube, bisher von dem, was ich gesehen habe, das schwächste Level. Auch das einfachste. Finn hat ja auch geschrieben, dass das ein kurzes Level ist. Aber ja, ich bin hier bei einer 3 minus jetzt. Das war ein sehr, sehr kurzes Level. Nochmal Ideen aus dem anderen Level nochmal mit drin. Gefällt. Trotzdem kriegst du natürlich einen Toll von mir. Aber ja, das dazu einfach ein bisschen mehr wieder ausbauen. Ein bisschen die Geraden so wegmachen. Und dann kann das auch ein sehr, sehr cooles Level sein. Trotzdem, Finn, ich danke dir für deine Level, die du extra gebaut hast. Du hast die nämlich extra für einen Part gebaut, will ich hier nochmal gesagt haben. Finn hat die Level extra für einen Part gebaut, wofür ich mich natürlich bedanke. Und für die Zeit, in der kurzen Zeit, wo er das gemacht hat, sind das sehr, sehr gute Level gewesen. Ich habe es versucht, objektiv zu bewerten. Und Finn, ich hoffe, mit meinen Tipps kannst du da, vielleicht kannst du damit ein bisschen was anfangen. Und ja, genau. Der liebe Finn, ja, jetzt sind wir immer noch beim Finn, der hat mir noch weitere Level-Vorschläge gegeben. Nicht seine Level, sondern noch zwei Level-Vorschläge, die ich mal zocken soll. Die suche ich mal kurz raus. So, das erste Level ist hier Twitch Shades. Okay. Übrigens natürlich, wenn ihr die Level von Finn selber zocken wollt oder auch die Level, die ich jetzt noch so zocke, die Level-ID wird ja immer eingeblendet, könnt ihr dann so gesehen selber auch ausprobieren. Gerade die aus der Community würde ich empfehlen, die einfach mal selber auszuprobieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut, jetzt zocken wir Twitch Shades. Hat jetzt noch gar nicht so viel Aufrufe, ist also kein so bekanntes Level tatsächlich. Aber da bin ich mal, ja, gespannt. Use off und end blocks um Schlüsse zusammen, stand da gerade noch. Habe ich beinahe übersehen, überlesen. Sonst kann ich hier nochmal kurz, nee, die Beschreibung steht jetzt hier nicht nochmal. Aber ist ja nicht so schlimm. Okay, und man muss die Schlüsse bekommen, um, ja, und da muss man mit diesen On-Off-Blocks arbeiten. Alles klar, okay, cool, cool. Schon mal schöne Idee. Guck mal, was, okay. Wie wird denn das jetzt gemacht? Ja, okay. Ach so, und dann... Ah ja, okay, okay, okay. Das ist ja mal interessant. Ich habe mich eben so gefragt, wie soll dieser Panzer nach oben gehen? Aber war dann logisch, okay. Man kann sich hier auch ein bisschen Zeit lassen. Man muss nur aufpassen, dass der Panzer nicht zerstört wird. Das ist jetzt ein sehr kurzes Zeitfenster und jetzt wird es schwierig, aber haben wir geschafft. Sehr cool. Das war sehr herausfordernd. Und hat mir sehr gefallen. Jetzt geht's weiter. Okay. Gut. Ich muss jetzt so oder so erstmal kurz gucken, was man hier machen muss. So, gib mir neu. Nein, das war falsch. Hier muss man dann die dann... Ah, wieder falsches Timing. Hier muss man die dann auch zerstören. Ja, ja, ja. Okay, gut. Jetzt muss ich einfach nur darauf warten, dass der Panzer mal richtig ist. Kann das sein? Nee, nee, ich hab's schon verhauen. Ich hab's schon verhauen. Oder? Ich glaube, ich hatte es doch nicht verhauen. Oh, Mann, oh. Oder doch? Warte, so kann man jetzt starten. Nein, das war falsch. Okay, dann nochmal neu. Nochmal neu. Das hier habe ich jetzt raus. Hier kann man jetzt kurz Pause machen. Warte, wie mache ich denn das? Ich mach's jetzt. Nein. Okay, okay. Das war knapp. Dann nochmal neu. Zack, 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 zack. Bisschen später, jetzt. Ah, wieder knapp. Mensch, warum ist das so knapp? Wann muss ich da drücken? Wann muss ich da drücken? Das habe ich jetzt noch nicht ganz heraus. Oder wenn es runtergeht?
Nee, oder? Nee, nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn es hochgeht. Ich muss nur ein bisschen später wieder. Ja? Ja, okay, nice. Jetzt haben wir's. Raum Nummer 2 geklärt. Ich weiß nicht, wie viele Räume es gibt. Auf jeden Fall haben wir jetzt den nächsten. Okay. Okay. Boah, das ist mal wieder sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist brutal. Okay. Jetzt kein Jump'n'Run, sondern einfach Timing-Sache. Timing-Sache. Okay, dann nochmal neu. Jetzt hier rüber. Ja, sehr schön. Nice. So, da warte ich jetzt kurz. Jetzt. Boah. Nein, Mann. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Dann nochmal neu. Nochmal neu. Ich glaube, ich drücke immer ein bisschen zu früh. Ich werde jetzt später drücken. Ich drücke jetzt später. Ah, das war jetzt auch falsch. Mann. Ich hoffe, es gibt davon jetzt trotzdem nicht so viele Räume, weil könnte auch mit der Zeit ein kleines bisschen langweilig werden. Aber vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Ach, Mist. Nee, kriegen wir eben nicht. Kriegen wir eben nicht. Aber ich finde das Rätsel an sich ganz cool. Ist eine coole Idee. So, warte. Das hier ist ja jetzt einfach. Wow, das hätte beinahe schief gehen können. Ja, sehr schön. Das wird jetzt auch wieder relativ einfach sein. So. Hui, sehr schön. Da war ich jetzt am Ende angespannt, weil ich habe mir den zweiten Teil der Passage noch gar nicht angeguckt. Oh, Halbzeit. Na, immerhin Halbzeit. Ja gut, Halbzeit. Was bringt dir die Halbzeit? Man kann ja eh nicht sterben. Gut, die Zeit könnte ausgehen. Okay. So. Ah, okay, jetzt. Das ist interessant. So, schnell. Puh. Da muss man auch ein bisschen Glück haben, tatsächlich. Okay. Da muss man viel kombinieren. Kombinationssache. Na, ja, ja. Okay, da bin ich jetzt erstmal safe. Was kommt denn unten erstmal an? Okay. Da muss ich gleich schnell wechseln. Nein, ich habe nicht an diesen Block gedacht da. Nein, das ist doch nicht wahr. Okay, jetzt warte ich hier erstmal kurz. Ja, guck mal, guck mal. Sehr schön. Oh nee, jetzt bin ich wieder zurück. So, zack. Ah, Mann. Mann. Ich warte jetzt kurz einfach. Ich warte einfach kurz. So, wunderbar. Ich darf da nicht zu lange warten. Ich warte zu lang. Ich warte zu lang. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Ja, das war jetzt eh nichts. Jetzt aber. Komm, komm, komm. Jetzt aber. Ja, jetzt. Nein! Das war zu früh. Das war zu früh. Jetzt? Auch wieder zu früh. Mensch. Jetzt? Ja, wunderbar. Jetzt sind wir wieder hier. So. Okay. Jetzt muss ich hier einen passenden Moment raussuchen. Und es ist häufiger mal in der Mitte was frei. Ach, schade. Okay, jetzt nochmal neu. Okay. Gut, dann. Problem ist, dass mir auch langsam die Zeit ausgeht. Nein, das war wieder falsch. Wie soll ich denn da. Oder an der, am Rand? Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht letzter Versuch, weil bald die Zeit ausgeht. Einfach so jetzt. Ach, Manu. Ich versuch's jetzt vielleicht mal am Rand. Nee, ich komme da wieder in die Mitte. Mann. Ja gut, Zeit ist eh gleich vorbei. Ich versuch's jetzt irgendwie auf. Nach Laune und ich hab's jetzt auch hinbekommen, aber die Zeit ist vorbei. Ich guck mir schnell den nächsten Raum noch an. Ach, guck mal, es geht hier sogar weiter. Es geht sogar weiter. Ja, ich werde mal kurz, ja, durchspawnen und wir probieren es natürlich noch weiterhin. Ich cutte für euch das ja zusammen, von daher, dann ist es ja auch nicht ganz so langweilig. Gut, dass wir wieder bei diesem Raum sind. Und jetzt habe ich wieder 500 Sekunden Zeit. Geil. Einfach machen, einfach machen. Ach, schade. Und wieder einfach machen. Ja, 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 hat funktioniert. Einfach machen. Nicht drüber nachdenken, einfach machen. Das ist, glaube ich, die Devise da. Genauso wie hier auch. Einfach machen. Ich glaube, hier müssen, genau, es müssen einfach alle Powerblöcke zerstört werden. Ich glaube, das ist hier auch wieder einfach machen. Zumal, ja, gut, ich, ah, okay, ich kann selber halt, ja, da kann man einfach abwarten. Irgendwann wird er schon den letzten Powerblock, denke ich mal, treffen. Oder nicht? Ja, guck mal, da ist auch einfach nur abwarten und da braucht man kein Timing. Dann haben wir das letzte. Okay.
Okay, dann muss ich das im richtigen Moment aus... Das ist ja... Das ist nochmal fies. Das ist nochmal fies. Ihr seht das gar nicht so wirklich. Oh, das seht ihr ja gar nicht. Es tut mir auch leid. Dann habt ihr das auch beim letzten Mal nicht so wirklich gesehen. Ich lasse jetzt erstmal kurz meine Cam aus. Wie machen wir das am besten? So. Boah, das ist aber... Hui. Das ist aber... Hui. Das... Ich glaube, das ist die letzte Stage. Und jetzt... Da muss man richtig timen. Da muss das Timing aber mal so richtig stimmen. Nee. Da... Ich wäre froh, wenn ich überhaupt bis erstmal oben hinkomme. Da wäre ich erstmal froh. Obwohl, ich kann ja da erstmal ein bisschen rasten, oder? Kann ich da rasten? Nein, kann ich nicht. Ich darf nicht rasten. Rasten ist nicht erlaubt. Hier vorne kann ich rasten, aber ab jetzt nicht mehr. Okay. Hui! Okay, jetzt kann ich rasten. Jetzt kann ich rasten. Jetzt kann ich auch meine Cam wieder anmachen. Oh, nee, ey. Was muss ich denn da jetzt machen? Oh, nee. Nein! Mann, ich habe nicht auf diese Blöcke geschaut. Oh. Nein! Okay, jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt. Okay. Ist das gut? Ich glaube, nein. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss im richtigen Moment und dann wieder im richtigen Moment anmachen. Das ist jetzt nicht so... Ach, Mist. Ich muss, dass der da oben rein landet. Das muss ich machen. Das muss ich machen. Nein, das war knapp, das war knapp. Ich muss aber sagen, den Anfang habe ich inzwischen sehr gut drauf. Das kriege ich manchmal beim ersten Versuch sogar hin. Manchmal beim ersten Versuch. Komm. Vorführeffekt. Vorführeffekt. Ja, guck mal, so. So macht man das nämlich. Nein. Nein, das war so knapp. Es gibt da nur einen kleinen Raum, den man da einnehmen kann. Neuer Versuch. Ist okay? Nee. Ich muss dran denken, wenn der rechts eingesperrt ist, dann habe ich nur eine kurze Chance, nur noch. Egal. Ah, guck mal, da kann ich jetzt ohne Schnitt direkt weitermachen. Und wieder zu spät. Mensch. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Und zwar folgendermaßen. Ich muss erstmal kurz den wieder dahin. Och man, jetzt kommst du nicht nach dort. Ah. Und zwar folgende Idee. Zack. Nein, ich will den, dass er erstmal rechts eingesperrt ist. Das Problem ist, so langsam sitzt mir die Zeit im Nacken. So, genau so. Jetzt habe ich nur eine kurze Zeit. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Oh nee. Okay, das war das erste Mal, dass ich dort links war. Das heißt, ich musste erstmal gucken, wie ist das vom Timing her. Oh, ja moin, direkt geschafft, sehr schön. Und jetzt? Nein, das war... War das jetzt zu spät? Ich glaube... Nee, das war ein bisschen zu früh, glaube ich. Problem ist, ich kann nicht mit diesem Druck gerade arbeiten. Es ist nur 100 Sekunden. Nein, das war doch so knapp. Ich glaube, ich muss nochmal den Rest machen. Mensch. Aber mache ich halt, mache ich halt. Oh, guck mal, ich habe jetzt eventuell nochmal eine Chance. Ja, ja. Ja, sehr gut. Jetzt. Oh, das ist doch so eng bemessen. Das ist so eng bemessen. Ja. Nee. Okay, bisschen später. Ich weiß nicht, an welchem Zeitpunkt ich das machen muss. Okay, letzte Chance für mich. Letzte Chance für mich. Okay. Jetzt. Zu spät. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Okay, vielleicht nochmal eine Chance. Nochmal eine Chance. Jetzt. Er hat's. Er hat's. Rein hier. Rein hier. Rein hier. Rein hier. Rein hier. Nee, es kommt noch was. Es kommt. Das ist jetzt brutal. Das ist brutal. Okay. Ich werde das tatsächlich jetzt abbrechen. Das ist jetzt mehr als brutal. Das ist mehr als brutal. Das bis unten hin zu machen, ganz ehrlich. Es ist ein cooles Level. Kriegt auch von mir ein Herz. Aber das zu timen ist abartig. Das zu timen ist abartig. Ich dachte, wir waren schon halt beim letzten Raum. Trotzdem, Finn, danke für deinen Vorschlag. Danke für deinen Vorschlag.
So, das nächste und für heute letzte Level ist Garden Parkour. Plattforming Challenge in a Garden. Good luck. Sehr schön. Keine gute Abschlussrate, 5%. Ich werde zumindest anspielen. Wir sind schon sehr weit im Part fortgeschritten. Dadurch werde ich es nur anspielen. Mal gucken, was das jetzt für ein Level generell ist, wie es aufgebaut ist und ob das hier jetzt in Parts noch so reinpasst. Vielleicht bin ich jetzt gerade so gut eingespielt, dass ich das in 2 Minuten schaffe. Denke ich mal ja weniger. Gucken wir mal. Hier gibt es auf jeden Fall eine 50er Mütze. Das ist doch schön. Ach. Hä? Wie soll ich da bitte schön zum Cooper? Wie? Okay. Das ist interessant. Wie komme ich da am besten zum Cooper hin? Okay, direkt an der Wand. Direkt an der Wand. Nicht erstmal rüber und dann nach links, sondern direkt an der Wand bleiben. Okay, okay, gut zu wissen. Dann haben wir das erste Rätsel schon mal gelöst. Und da muss ich auf... Okay. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass in Super Mario 3D World die Lebewesen aus dem Panzer rauskommen, sage ich mal. Diese Koopas aus dem Koopa-Panzer rauskommen. Und nicht ohne Grund sind da auch Steine markiert. Oh nee, das ist jetzt... Das ist ein einfacher Springen gerade. Mensch, warum kriege ich die nicht hin? Warum kriege ich die nicht hin? So, zack. Zack. So, haben wir das. Ach, und dann natürlich dasselbe wieder. Learning by doing, sage ich dazu nur. Learning by doing. Aber okay, okay. So, hier, abspringen, abspringen. Das war ein lächerlicher Tod. Und ich glaube, ich bin dort oben rechts der Erste, der da stirbt. Wow. Ah, nee, ey. Ja, Finn hat wohl anscheinend knackige Level rausgesucht. Jetzt geht er in die andere Richtung. Mensch. Aber finde ich schön, finde ich schön. Das ist so oder so jetzt erstmal wieder für eine Zeit lang der letzte Part von Super Mario Maker 2. Ich habe nicht dran gedacht. Weil nächste Woche geht meine Uni weiter und da habe ich leider nicht die Zeit, Super Mario Maker 2 wieder aufzunehmen. Dieses Mal ist es wenigstens eine Pause, die ich auch im Let's Play ankündige. Die ich wenigstens hier ankündige, sonst war es ja immer so, dass ich das nicht angekündigt habe, glaube ich. Jetzt ist es wenigstens angekündigt. Ich hatte auch vor, einen Super Mario Maker 2 Livestream noch zu machen. Hat leider zeitlich nicht geklappt. Das tut mir leid, aber das hat zeitlich wirklich nicht geklappt. Mal gucken, vielleicht im Sommer wieder. Jetzt haben wir das. Ich darf nicht so hoch springen. Das ist fies. Kein Wunder, dass hier so viele failen. Aber ich hoffe, das ist kein langes Level. Guck mal, vielleicht gibt es auch irgendwo eine Checkpoint. Ich hasse das, wenn dieser Cooper in die andere Richtung geht. Ich weiß, das hängt von der Blickrichtung von Mario zusammen. Aber in dem Sprung kann man halt nicht so ganz... Die Blick... Er ist doch auf den Stiefeln vom Cooper gelandet! Mann! Man kann da nicht so wirklich die Blickrichtung von Mario beeinflussen. Ja gut, man kann das natürlich beeinflussen, aber... Es ist halt nicht gerade einfach. Ich versuche halt nicht so hoch zu springen, das ist das Problem. Aber hey, es beruhigt mich schon mal, dass die meisten hier am Anfang sterben. Wenn man sich die X'e anguckt. Hier die X'e, guckt euch diese X'e an, wie viele das waren. Und eben auf der anderen Seite waren nur 3 X'e oder irgendwie so. Das ist schon mal beruhigend, dass ich schon mal weitergekommen bin als die meisten. Vielleicht ist es dann wirklich nicht so viel. So. Ja, sehr schön. Okay, was kommt denn jetzt? Hier muss ich... Das war jetzt... Ich dachte, er geht da automatisch. Ich habe auch B gedrückt. Ach, Mann, no. Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr. So ein neuer Versuch. Das, ach, ich hasse das. Ach nee, das ist doch nicht wahr, dass ich da jetzt runterfalle. Ich schneide euch jetzt so ein bisschen das zusammen, aber ich schneide jetzt hier dieses Mal nicht alle Fails mit rein. Weil das würde bei so einem Level dann vielleicht doch den Rahmen sprengen. Aber jetzt bin ich schön weit und dann sterbe ich da an dieser blöden Schnauze von diesem Vieh. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Eine Maus, keine Ahnung. Maulwurfmaus oder irgendwie so. Ich muss leider sagen, das ist trotzdem kein gutes Level. Aus dem von Grund, dieser Cooper am Anfang ist für mich einfach viel zu random und ein zu großer Frustfaktor. Sonst an sich ist das ganz cool. Ganz, ganz cool. So, aber dieser Cooper hier, der hat einen zu großen Frustfaktor, meiner Meinung nach. So, jetzt machen wir das hier nochmal richtig.
So, wunderbar. Wunderbar. So, zack, zack, zack. Jetzt kann ich mich hier kurz ausruhen. Hier gibt's Münzen. Ist ja auch ganz... Und nicht schon wieder ein Koopa. Nee, warum Koopa? Warum Koopa? Das ist so... Das ist zu frustrierend, ganz ehrlich. Ich probiere es trotzdem noch weiterhin. Mal gucken. Zwischen den Cuts sterbe ich auch. Jetzt bin ich nicht zwischen den Cuts gestorben, aber dafür war dieser Tod umso lächerlicher. Warum? Ja, dieser Koopa. Also, wenn ich sterbe, dann sterbe ich wegen dem Koopa am Anfang. Das ist so random, sage ich mal. Das ist nicht mal feierlich. Und das macht halt dieses ganze Level kaputt. Ich bin mal gespannt, was die Kommentare sagen. So, zack, zack, jetzt. Okay, dann haben wir wenigstens das Level geschafft. Es ist dann doch... Also, dadurch, dass es jetzt nur so kurz war... Ja, ist es okay. Ich hätte mir gewünscht, diese Koopas nicht. Und dafür das Level länger. Aber ist okay. Mal gucken, was die Kommentare sagen. Gibt jetzt deswegen auch kein Herz von mir. Aber ich bin mal gespannt, was die Kommentare sagen. Okay, okay, toll, got it. Hat Spaß gemacht. Okay, gut. Aber, ja. War trotzdem ein gutes Level, von daher. Vielen Dank fürs Einschalten, Finn. Einerseits danke für deine Level und einerseits danke für deine Einreichungen, deine Vorschläge, so ihr sehen. Du hast ja diesen ganzen Part gestaltet. Ist ja auch mal ganz nett. Und von daher sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Irgendwann in ein paar Monaten wieder zu Super Mario Maker 2. Es sei denn, ich schaffe mal so zwischendurch mal einen Part. Das kann natürlich sein. Will ich nicht ausschließen. Aber eher unwahrscheinlich. Also von daher. Tschüss.